WBG Zukunft EG Erfurt. Das Nordhäuser Wohngebiet im grünen Norden von Erfurt. Weite Ausblicke werden hier aus den Wohnungen der WBG Zukunft geboten. Auf knapp einem Quadratkilometer finden Sie hier die sogenannten Punkthochhäuser und Wohnscheiben, ein großes Ärztehaus, das Einkaufszentrum Thüringenpark, Apotheken, Supermärkte, Schulen und Kindergärten. In den 80er Jahren entstand dieses Wohngebiet, welches zwischen Gispersleben im Norden, dem Berliner Platz im Süden, der Gera im Osten und der Bundesstraße 4 im Westen gelegen ist. Die Universität Erfurt, die aus einer philosophischen, staatswissenschaftlichen, erziehungswissenschaftlichen und einer katholisch-theologischen Fakultät besteht, liegt ebenfalls im Nordhäuser Wohngebiet. In der Nordhäuser Straße ist das Helios Klinikum Erfurt gelegen, welches ca. 1200 Betten bietet. Von rund 2000 Mitarbeitern werden Sie hier medizinisch versorgt. Wir wohnen in dieser Wohnung seit 1989. Wir sind aber in der AWG, also in dieser Genossenschaft, schon seit 1976. Frau Bartel, wie sieht's hier aus mit den Shoppingmöglichkeiten? Die sind sehr gut hier in der Nähe. Erstens mal der Thüringenpark und auch die, hier oben am Moskauer Platz, die Kaufhalle oder Supermarkt, wie sie es jetzt nennt, ist sehr angenehm für mich. Wie sieht es hier mit Freizeitmöglichkeiten und Spaziergängen aus? Ja, ich fange mit Letzteren an. Spaziergänge sind hier durchaus möglich. Man muss wollen. Ich gehe jeden Tag mindestens eine Stunde hier entlang der Gera, durch die sogenannte Geraaue. Also es ist wunderschön. In über 300 Gebäuden befinden sich etwa über 5000 Wohnungen mit ca. 8000 Bewohnern. Im Auftrag der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft werden die Grünanlagen zu jeder Jahreszeit gepflegt. Die neu gestalteten Eingangsbereiche werden besonders gern angenommen. Ein WBG-Hausmeister sieht oft hier vorbei, um eventuelle Mängel schnell zu beseitigen, Handwerksfirmen einzuweisen und nimmt sich auch für die Bewohner immer mal einen Moment für ein Gespräch. Ein Fitnessraum mit Ergometer, Laufband und vielen anderen Sportgeräten steht Ihnen hier zur Verfügung. Im Computerraum steht Ihnen einmal pro Woche ein Computerfachmann der WBG für Ihre Fragen bereit und hilft zum Beispiel, sich in den Welten des Internet zurechtzufinden. Seit einigen Jahren wird den Bewohnern in vielen Häusern ein Concierge-Service geboten, so wie hier in der Rigaer Straße. Beschreiben Sie uns Ihre Tätigkeit hier und wie wird Ihr Service hier angenommen? Meine Aufgaben bestehen darin, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Das heißt, mehrmals am Tag Außen- und Innenkontrollen für Brandschutz zu sorgen. Aber auch Pakete werden angenommen und ein Smalltalk ist immer mal möglich. Ein Wohngebiet mit vielen Facetten. Nehmen Sie jederzeit und gern Kontakt zur WBG Zukunft auf oder sehen Sie auf www.wbg-zukunft.de nach Neuigkeiten, Bildern und Veranstaltungen. Carvideo Image und Eventfilmproduktion.